Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau gute Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte es hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von diesen Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, wurde sie immer dünner und sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte, »Was fehlt dir, liebe Frau?« »Ach«, antwortete sie, »wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so werde ich sterben.« Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, »Ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln. Es mag kosten, was es wolle.« In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzel und brachte sie seiner Frau. Diese machte sich sogleich einen Salat daraus und aß ihn voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen?« sprach sie mit zornigem Blick. »In meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen, das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, antwortete er, »lass doch Gnade vor Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster gesehen und empfindet so ein großes Verlangen, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme.« Da ließ die Zauberin in ihrem Zorn nach und sprach zu ihm, »Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich es dir gestatten, meine Rapunzel mitzunehmen, so viel du willst. Allein ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will fürs sorgen wie eine Mutter.« Der Mann versprach der Zauberin in seiner Angst alles, und als die Frau in die Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kind den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppen noch Türen hatte. Ganz oben, nur ganz oben, war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Rapunzel hatte die langen, prächtigen Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare 20 Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran empor. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so schön, dass er innehielt und horchte. Es war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hieraufsteigen und suchte nach einer Tür, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihn so sehr das Herz gerührt,
dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging, um ihm zuzuhören. Als er einmal so hinter einem Baum stand und Rapunzel zuhören wollte, sah er, dass eine Zauberin herankam, und er hörte, wie sie hierauf rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. »Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen«, dachte der Prinz. Und an dem folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zum Turme und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wolle, und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie: »Der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel«, und sagte ja und legte ihre Hand in die seine. Sie sprach: »Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedes Mal einen Strang Seide mit. Daraus will ich mir eine Leiter flechten. Und wenn sie fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd.« Sie verabredeten, dass er bis dahin jeden Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tage kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und sich etwas verplapperte. »Sag mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur? Sie sind so schwer und der junge Königssohn ist immer in einem Augenblick bei mir.« »Ach, du gottloses Kind«, rief die Zauberin, »was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden, und doch hast du mich betrogen.« In ihrem Zorn packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ritsch, ratsch, waren die Haare abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf dem Boden. Und in ihrem Zorn war sie so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüste brachte, wo sie im großen Jammer und Elend leben musste. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Haare oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter«, so ließ sie die abgeschnittenen Haare herab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern nur die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blick ansah. »Aha«, rief sie höhnisch, »du willst deine Frau Liebste holen, doch der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und er singt auch nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und sie wird auch noch dir die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wiedersehen.« Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen, und in seiner Verzweiflung sprang er den Turm herab. Das Leben brachte er davon, und die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüste, in der Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und einem Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme, und sie kam ihm so bekannt vor. Da ging er darauf zu, und wie er so ankam, erkannte Rapunzel ihn und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte wieder sehen, so wie vorher. Der Königssohn führte Rapunzel in sein Reich, wo er mit Freude empfangen wurde, und die beiden lebten noch lange und glücklich zusammen.